Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und habe für euch heute ein neues Video dabei. Und wie ihr im Titel schon gelesen habt, es geht um die drei wichtigen Phasen des Gefechtes. Was könnt ihr da besser machen, um selber besser zu werden? Und jetzt ganz kurz vorweg, dieses Video richtet sich vor allem an mobile Panzer, das mal das erste. Und zweitens ist diese Vorgehensweise, diese drei Gefechtsphasen, beziehen sich auch vor allem darauf, wenn ihr Top-Tier seid. Das bedeutet, wenn ihr Mid-Tier oder Low-Tier seid, dann habe ich ja schon diverse Videos auch gemacht, wie ihr da vorgehen solltet. Da solltet ihr natürlich erstmal ein bisschen mit Bedacht anfangen. Nicht ganz so aggressiv. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich sehe das bei eurer Replay, meiner Analyse immer wieder, dass viele, viele Spieler auch noch Probleme haben, als Top-Tier das Spiel zu diktieren, beziehungsweise das Maximum für sich selber rauszuholen. Was sind nun die drei Phasen des Gefechtes? Die erste Phase für mich ist die Eröffnung. Und da lassen viele, viele Spieler, das sehe ich wie gesagt immer bei eurer Replay, meiner Analyse, sehr, sehr viele Spieler lassen da Schaden liegen. Ihr könnt gleich am Anfang eine Eröffnung spielen und ich persönlich habe für die meisten Karten mittlerweile so meine persönliche Eröffnung, wenn es das Setup denn irgendwie zulässt. Man sollte vielleicht auch noch zwei, drei Optionen, Alternativen haben, aber grundsätzlich habe ich so meine Lieblingspositionen, in die ich als erstes mal fahre, da das Spiel für mich eröffne und dann schaue, wie sich das Gefecht entwickelt. Ich habe jetzt hier mal ein Prototyp-Beispiel davon mitgebracht, für drei Phasen Eröffnung, Hauptgefecht und dann die dritte Phase ist für mich Finale. Und beim Finale entscheidet sich dann meistens, ob ihr abschmatzen solltet oder ob ihr noch versucht, das Beste rauszuholen, weil das Gefecht in die Grütze gegangen ist. Ich würde sagen, wir schauen es uns einfach mal an und ich erkläre dann, während wir spielen, was ich genau damit meine. Also, wir sitzen im 50B, sind natürlich Top-Tier. Wie gesagt, dieses Video richtet sich an Top-Tier-Gameplay. Und werden jetzt gleich meine Standarderöffnung, die ich mit eigentlich so ziemlich jedem mobilen Panzer, ob das nun ein Autoloader ist oder ob das ein Medium ist, sogar mit einem Light fahre ich diese Eröffnung sehr, sehr gerne, weil ihr auf Fischerbucht häufig die Möglichkeit habt, sehr, sehr früh schon gut Schaden zu machen. Und es geht nicht nur um Schaden, sondern auch für diejenigen, die auf dem Weg zur ersten, zweiten oder sogar dritten Gunmark sind, wollt ihr natürlich auch immer Positionen haben, wo ihr auf der einen Seite vielleicht schon mal früh Spots liefern könnt, um dementsprechend Unterstützungsschaden zu sammeln. Und ihr wollt natürlich auf der anderen Seite auch über die gesamte Gefechtsdauer hinweg so viel Schaden wie möglich machen. Und deswegen empfehle ich euch, eine Eröffnung euch für die jeweiligen Karten zu überlegen, herauszufinden, die für euch Sinn macht, um dann so schnell wie möglich schon den ersten Schaden zu machen. Ich fahre sehr, sehr gerne hier in diese Position. Wir haben jetzt hier einen T-62 Alpha, der hat uns leider auch gespottet. Ich wollte eigentlich, und der T-62 Alpha hat mich ein bisschen davon abgehalten, ich hätte wahrscheinlich eher nach links neben das Haus fahren sollen. Aber wie gesagt, ich versuche in der Eröffnung meistens so schnell es geht, irgendwo Panzer zu spotten, schon mal so die ersten Schüsse loszuwerden. Da haben wir den Oho. Und ja, der Oho hat jetzt leider das Problem, dass er viel zu offen da übers offene Feld fährt. Das ist quasi das erste Magazin und damit ist im Prinzip an dieser Stelle die Eröffnung von dem Gefecht abgeschlossen. Jetzt gehe ich mit dem Autoloader in den Reload. Mit jedem anderen hätte ich jetzt versucht, ob, keine Ahnung, E50M oder vielleicht mit einem CDC, hätte ich jetzt versucht, hier so viel Schaden an dem Oho wie möglich zu machen oder jedem anderen Heavy, der da crossed. Also hier crossen ganz gerne mal unachtsame Heavys. Und dann ist die Eröffnung für euch in dem Sinne eigentlich auch schon abgeschlossen. Dann geht es vor allem darum, dass ihr guckt, weil meistens nach der Eröffnung ist es so, dass ihr schon eine erste Idee habt. Wie hat sich euer Team aufgebaut? Wie hat sich das Gegnerteam aufgebaut? Jetzt haben wir leider aus dem Gegnerteam bis jetzt nur 4 Panzer gespottet. Aber wir wissen, dass wir eine ziemlich, ziemlich krasse Anzahl an Panzern direkt im Zentrum haben. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es in diesem Gefecht keine Arti gibt. Umso besser für uns. Das heißt, wir können das Zentrum möglichst lange bespielen. Das ist immer so eine Sache. Wenn jetzt unser Team sich im Schwerpunkt nach Osten oder nach Westen orientiert hätte, dann würde ich jetzt hier in dieser Situation die Flanke auch wechseln, um quasi mein Team da zu unterstützen, wo wir die Panzerüberlegenheit haben. Das ist ja auch immer eine Sache, die ich in den Kartenkunde-Videos ganz oft anspreche. Gut, nachdem wir jetzt also die Eröffnung abgeschlossen haben, wir ungefähr wissen, wie sich unser Team aufgeteilt hat, dass wir jetzt auch wissen, dass wir im Zentrum sehr, sehr viele Panzer haben, was uns die Möglichkeit gibt, auch länger im Zentrum zu agieren. Das für einen Panzer wie den 50B natürlich auch immer eine schöne Sache, weil ihr dann die Möglichkeit habt, natürlich im Schutze der Trades, die eure Teams machen, mit dem 50B vielleicht den einen oder anderen Schuss loszuwerden. Ihr wartet jetzt im Prinzip hier im Zentrum darauf, dass sich Gelegenheiten ergeben. Das ist so der Hauptteil des Gefechtes, was ich
in den vielen, vielen Videos, die ich jetzt bis jetzt euch gezeigt habe, immer mit angesprochen habe. Es gibt quasi dieses Hauptgefecht, wo ihr versucht, Gelegenheiten zu entdecken. Da haben wir jetzt einen Schuss auf den Udes gehabt, jetzt vielleicht nochmal einen Schuss auf den E4, nee, geht nicht. Ich kann nochmal versuchen, einen Blind hinterherzusetzen. Das Magazin nicht ganz so gut wie das auf den Oho, aber gar kein Problem. Wir haben ja keine Drucksituation hier. Von daher geht das Hauptgefecht munter weiter. Wir wissen jetzt, dass unser E100 da ziemlich offensiv in die Stadt gefahren ist. Vier gegnerische Heavys um ihn herum. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit, was mitzuschmatzen. Aber jetzt ehrlich gesagt, da in die Stadt gegen die vier Heavys ist jetzt nicht so mein Favorite. Wir haben jetzt an dieser Stelle, wo das Hauptgefecht immer noch läuft, haben wir eigentlich fast alle Informationen. Wir wissen, wo der E4 steht. Wir wissen jetzt noch nicht, wo das Objekt 268 steht. Das ist so der einzige Panzer, der uns noch fehlt. Ansonsten haben wir eigentlich so ziemlich alle Panzer gesehen und können uns jetzt dementsprechend positionieren. Meine Idee war es jetzt hier vielleicht den einen oder anderen Schuss in die Stadt zu bekommen, vielleicht auf den SD1, anschließend vielleicht den T-62 aus der Mitte wegzuarbeiten, weil wir doch genug Backup haben, und dann müssen wir einfach weiterschauen. Also in diesem Hauptgefechtsteil, da arbeitet ihr einfach die Ziele nach Priorität, nach Möglichkeit, nach auch Gelegenheit runter und kämpft dann ganz normal. Auf den SD1 haben wir jetzt hier erstmal keine Schüsse. Ihr solltet auch, wie gesagt, in dieser Situation, es steht zwar schon 2-0, aber ihr solltet auch noch nicht zu übereifrig werden. Erstmal ganz gediegen das Ganze. Häufig dreht sich das Blatt ja bei einer 2-0 Situation auch nochmal. Also hier an dieser Stelle gilt es vor allem auch so ein bisschen Kontenance zu bewahren, ein bisschen ruhiger das Ganze anzugehen. Versuchen einfach an den Stellen, wo es sich anbietet, Schaden zu machen. Jetzt hier leider den Schuss auf den Tiger 2 nicht getroffen. Den Schuss können wir aber anbringen. Ich habe jetzt hier leider so ein bisschen das Problem, dass der E4 auf mich schießen kann, aber ich wollte unbedingt jetzt hier den Schuss auf den T-62 Alpha noch loswerden. Also das mit dem E4 jetzt nicht so gut gelaufen, dass ich hier das 700er Brett noch bekommen habe. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass ich es vorher noch wegschaffe. Aber wenn wir den Schaden da an dem T-62 Alpha machen können, dann sollten wir ihn machen. Wir haben uns jetzt zwei Dinger gefangen, aber haben ganz gut austeilen dürfen. Es steht 4-0, der T-62 Alpha in One-Shot. Wir haben ja noch genug HP, knapp 1200. Jetzt müssten wir schauen, mit 10 Grad Gun Depression, wie der 50B hat, dürfte er eigentlich kein Problem haben, jetzt hier den T-62 wegzuarbeiten. Den Tiger 2 müssten wir eigentlich auch noch bekommen. Der Schuss leider nicht ganz gut geaimt. Der Schuss geht dafür rein. Der Tiger 2 hat einen Stockturm und damit haben wir gar keine Probleme, ihm hier durch den Turm zu schießen. So, und an dieser Stelle würde ich jetzt für dieses Gefecht schon fast behaupten, es steht 6-0. Unser Team ist massiv überlegen in der Stadt. Die drei Heavys in der Stadt werden wohl auch fallen. Da wird wohl für uns auch nichts mehr überbleiben. Und jetzt kommen wir in diesem Gefecht schon an die, und das ist auch eine Sache, die kriegen ganz, ganz viele Leute nicht mit. Dieses, und da würde ich euch ans Herz legen, schult euren Blick dafür. Ja, diese Übergangssituation von wir sind im Hauptgefecht und zum Finale. Ich würde jetzt persönlich für dieses Gefecht sagen, jetzt in diesem Moment geht schon das Finale los und jetzt kommt der Moment, wo ihr in so einer Situation, wo es 6-0 steht, ich habe gleich wie gesagt auch noch andere Beispiele für euch dabei, in so einer Situation, wo es 6-0 steht, da wollt ihr jetzt unbedingt noch den maximalen Schaden rausholen. Wir befinden uns also in der dritten Phase, in der Finalphase, und in diesem Falle sind wir jetzt bei Option 1, dem Abschmatzen, angekommen, und da wollt ihr jetzt für euch noch so viel wie möglich rausholen. Und wie das geht, das ist auch so eine Sache. Vielleicht der ein oder andere wäre jetzt von euch noch in die Stadt gefahren, aber wir können jetzt schon sagen, dass wir so eine massive Überzahl in der Stadt haben. Jetzt steht es schon 8-0. Das macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, da reinzufahren, sondern wir kümmern uns jetzt vor allem um die Panzer ganz unten in der westlichen Ecke. Wir haben natürlich noch zwei 10er TDs, die mächtig wehtun, aber da bietet sich ein Löwe an. Dem Löwen können wir den ersten mitgeben. Dem Löwen können wir den zweiten mitgeben. Und auch der Killshot auf den Löwen läuft. Nochmal schnell in den Reload gehen, damit wir gleich für den finalen Countdown vielleicht noch den einen oder anderen Schuss haben. Wir sind schon bei 4851 Schaden. Haben drei Kills gemacht. Das ist jetzt natürlich, wie gesagt, das ist jetzt hier so der Prototyp für das perfekte Gefecht, ne? Für euch jetzt selber. Ich habe, wie gesagt, auch gleich noch zwei, drei andere Beispiele dabei. Herr Patriot ist leider ein bisschen schlauer als wir. Warum ist das jetzt
direkt an eher mobile Panzer gerichtet, weil ich weiß selber, mit einem langsamen TD oder einem langsamen Heavy habt ihr gar nicht die Möglichkeit, im Late Game dann noch so unglaublich viel Schaden zu machen, weil wenn ihr jetzt da wieder SD1 zum Beispiel, der ist in die Stadt gefahren, hat da sicherlich sein Gefecht gemacht, jetzt steht es 12-0, der SD1 und der E100 werden hier an diesem Spiel nicht mehr großartig teilnehmen. Die mobilen Panzer haben aber, wenn sie die Gelegenheit rechtzeitig erkannt haben, tatsächlich noch die Chance, hier den ein oder anderen Treffer anbringen zu dürfen. Und das ist so eine Sache, die verpassen leider viel zu viele. Die bleiben dann so lange in ihrem Hauptgefechtsmodus und sind dann gerade hinten raus deutlich zu passiv, so dass quasi der Schaden zum Schluss und der Schaden in der Eröffnung den meisten abhanden kommt. Und deswegen, das haben halt gute Spieler drauf und deswegen haben die in der Regel auch einen höheren Durchschnittsschaden. Gar nicht mal, weil sie jetzt unbedingt besser in dem Hauptgefechtsteil spielen, sondern weil sie zusätzlich noch den Schaden in der Eröffnung und im Finale mitnehmen. Wir durften jetzt hier noch den Kill am 430 machen und haben hier auch nochmal kräftig Schaden eingesackt. Das heißt, wir kommen jetzt hier unterm Strich nochmal auf fast 1000 extra Schaden, macht zusammen 6250 Schaden, 4 Kills. Das war so, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen gemerkt, was ich meine mit der Eröffnung. Wir haben in der Eröffnung haben wir uns in eine Position gebracht, wo wir auf der einen Seite spotten können, wo wir auf der anderen Seite Schaden machen. Dann haben wir im Hauptgefechtsteil immer so geguckt, wo sind unsere Gelegenheiten. Und dann haben wir aber auch rechtzeitig erkannt, okay, in der Stadt, das Gefecht ist sowieso gewonnen. Wir fokussieren uns jetzt auf den Westen, um da noch den maximalen Schaden zu machen. Ich habe jetzt nochmal 2-3 Beispiele für euch, wie es auch anders aussehen kann. Ja, wir sind im AMX-30 unterwegs. Ich weiß, wir sind jetzt nicht Top-Tier, aber bei 9er Mediums ist das so, gerade bei so einem Panzer wie dem AMX-30, aber auch bei den meisten anderen 9er Mediums, macht es eigentlich keinen Unterschied, ob ihr Top-Tier seid oder nicht. Der AMX-30 hat sowieso schon die 10er Kanone. Also auch hier können wir das eigentlich spielen, als wenn wir Top-Tier wären. Jetzt ist das hier zum Beispiel meine Standarderöffnung, gerade wenn ich hier sowieso schon oben starte, der AMX-30 furchtbar mobil, gute Gun Depression. Das heißt, ich versuche hier als erstes mal oben an die Hügelkette ranzukommen, vielleicht schon für die Arti oder andere Panzer, den einen oder anderen Panzer zu spotten, aber vor allem auch Schaden auszuteilen und mir einen Überblick zu verschaffen. Ja, was passiert denn hier gerade? Wie viele Panzer kommen hier? Habe ich hier eine Chance mitzukämpfen? Da konnten wir schon den ersten Treffer auf den M103 anbringen. So, und jetzt haben wir aber festgestellt, dass hier in Kranwahn M103, Emil 2, 113, T10, SD1, IS7, da drüben kommt noch ein 113, also sehr, sehr viele Panzer und wir haben hier selber nur 4 Heavys und meine Wenigkeit da, beziehungsweise 4 Heavys und ein E3, aber wir sind doch in der krassen unterlegenen Anzahl und vor allem haben die Gegner sehr, sehr Gun-Depression starke Panzer mit dem Emil 2 und dem Kranwahn hier. Das sind jetzt nicht die Kaliber, mit denen ihr euch anlegen wollt und von daher kann man an dieser Stelle schon sagen, dass die Eröffnung so gut wie abgeschlossen ist. Ihr habt euch einen Eindruck gemacht, ihr wisst jetzt auch, und das ist auch ganz, ganz wichtig, ihr wisst jetzt schon, worauf es hier oben hinauslaufen wird. Und zwar, wenn überhaupt, auf eine ganz, ganz knappe Kiste, wahrscheinlich aber durch die massige Überlegenheit des Gegnerteams, werdet ihr hier oben keinen Stich sehen. Das bedeutet für euch im AMX-30, dass ihr hier mit diesen 10er und 9er Heavys nicht unbedingt Peekaboo spielen wollt. Also deswegen an dieser Stelle würde ich sagen, die Eröffnung schon abgeschlossen. Wir schauen gleich mal, dass wir vielleicht noch in das Hauptgefecht kommen. Emil 2 leider nicht getroffen. Und das war jetzt für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, unser einer 113er zieht sich auch schon ein Stück weit zurück, unser Jagdpanzer E100 campt da hinten. Ihr sucht jetzt erstmal das Weite und versucht hier Distanz zum Gegner aufzubauen, weil das ist nicht euer Gefecht da oben. Das ist vor allem nicht das Kaliber Panzer, mit denen ihr euch im AMX-30 jetzt frontal anlegen wollt. Wir haben versucht, unseren ersten Schaden zu machen. Wir haben so ein bisschen drauf spekuliert, dass vielleicht nicht alle Gegner-Heavys da kommen, aber es sieht gar nicht gut aus. Es steht schon 0-3. Also die Gegner drücken massiv. Das haben wir, wie gesagt, das haben wir schon mit dem ersten Spot, den wir gebracht haben, gesehen, dass das für uns dann eine enge Kiste wird. Und unsere Mediums da unten, wir haben zwar eine Medium-Überlegenheit mit der Badshot, dem Leopard PTA, noch eine Badshot, Skoda T50, aber die kriegen es nicht hin, die lassen sich von einem Objekt 140 und einem T49 aufhalten. Das ist auch so eine Situation, die ihr ganz, ganz häufig seht. Und an dieser Stelle, und das ist halt auch eine Sache, die verstehen viele häufig nicht, an dieser Stelle, so wie es auf der Minimap jetzt aussieht,
Das ist im Prinzip für die Schachspieler unter euch, würde ich sagen, die sehen das eher. Für die, die vielleicht mit Schach nicht so viel am Hut haben, die sehen das vielleicht ein bisschen später. So wie wir jetzt hier gerade in der Partie aufgestellt sind, stehen wir auf ganz krass Niederlage. Das bedeutet, wir haben jetzt an dieser Stelle schon den Hauptgefechtsteil abgeschlossen und gehen schon in das Finale über. Und in diesem Finale kann es nur heißen, für euch selber noch das Maximum rausholen. Versucht so viel Schaden wie möglich zu machen. In seltenen Fällen, wenn ihr dann in diesem Finale seid und ihr macht noch so viel wie möglich ist, dann habt ihr vielleicht sogar noch die Chance, das Gefecht zu drehen. Das ist aber nur dann möglich, wenn die Gegner sich wirklich, wirklich furchtbar dumm anstellen. Und das sind dann auch die Situationen, in denen diese Highlight-Replays zustande kommen, wo die Leute 10, 12.000 Schaden machen, Kolobanov-Medaille, Pulz-Medaille, also wo dann tatsächlich auch diese ganzen Heldenmedaillen zustande kommen. Das ist dann meistens in der Finalsituation Option 2, versucht noch das rauszuholen, was geht. Und dann haben diejenigen meistens extrem viel RNG-Glück und auf der anderen Seite stellen sich die Gegner dann auch noch zusätzlich extrem blöd an. So, wir sind jetzt quasi schon ins Finale eingetreten. Wir sind in der Finaloption 2. Das heißt, wir versuchen noch das bestmögliche Ergebnis für uns hier rauszuholen. Das Gefecht haben wir innerlich schon abgeschrieben. Ich weiß, sollte man nie machen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, so wie wir hier stehen, ihr seht es selber, wenn man da erfahren genug ist, dann sieht man schon, worauf das hinausläuft. Das muss man jetzt seinem Team nicht mitteilen, man muss sich nur so positionieren, vor allem erstmal Distanz schaffen. Wir haben jetzt hier auf den 113er einen Treffer anbringen dürfen, noch einen Treffer auf den 113er. Also wir versuchen hier auf der einen Seite tatsächlich noch ein bisschen Spots zu liefern, aber auf der anderen Seite geht es uns vor allem darum, so ein bisschen Ergebniskorrektur, vielleicht auch Ergebnispolitur zu machen. Der 113er versucht mich hier blind zu treffen. Leider jetzt ein bisschen RNG-Pech, dass ich den Killshot hier nicht hinbekomme und ihn zweimal nacheinander tracke. Panzer, die ihn hier rausnehmen könnten, haben wir auch nicht mehr am Start. Der Blindschuss hat nicht getroffen. 100 ST1 steht da hinter dem Panzerwrack und den kann ich nicht treffen. E50, den müsste ich treffen. Da ist so eine Mauer im Weg, aber mit APCR kein Problem. Auch durch die Mauer zu schießen. Da kommt jetzt noch ein T10. Auch den können wir nochmal für 399 treffen. Also, ihr seht selber, das, was wir hier machen, ist quasi reine Ergebniskorrektur. Jetzt habe ich das Problem, dass mich der 113er hier gleich Proxy spotten wird. Und von daher habe ich mich dazu entschlossen, ihm jetzt hier nochmal einen Treffer zu geben. Das wird wahrscheinlich auch der letzte Treffer sein, den ich in diesem Match mache, bei der Überzahl an Gegnern, die wir hier haben. Ich konnte ihm noch einen Treffer mitgeben. Und da war es das dann für mich. 2863 Schaden. Wir haben leider keinen Kill gemacht. 1781 Spotting. Für diejenigen von euch, die auf Gunmarks unterwegs sind oder einfach nur versuchen, mit dem Panzer gute Statistiken einzufahren, war das sicherlich dann zum Schluss noch das Maximum, was man hier rausholen konnte. Vielleicht wäre noch ein Schuss mehr drin gewesen, man weiß es nicht, wenn ich rechtzeitig hier über die Brücke gefahren wäre. Aber gegen diese Übermacht an drückenden Heavys, vor allem mobilen Heavys wie 113er, T10 etc., da habt ihr dann am Ende des Tages, wenn euer Team sich so aufstellt, wie es sich aufgestellt hat, keine Chance. Das heißt, versucht in dem Finale nochmal so viel rauszuholen, wie geht. Ich habe da jetzt nochmal ein Beispiel für euch dabei, weil ich glaube, dass dieses Finale nochmal so viel rauszuholen, wie geht, schwieriger ist als dann letztendlich das Abschmatzen zum Schluss. Das kriegen sicherlich noch ein paar mehr Leute hin. Aber zum Schluss dann festzustellen, okay, das Spiel ist wahrscheinlich verloren, ich muss jetzt noch versuchen, so viel rauszuholen, wie geht, das ist dann schon der schwierigere Teil. Hier sind wir unterwegs im E50M auf der Karte Moor. Und auch hier fangen wir wieder ganz klassisch mit meiner, ja, Standarderöffnung für Mediums und ja, Heavies sowieso, Lights, alles was hier im Norden startet, fahre ich eigentlich gleich. Wenn wir im Norden starten, versuche ich immer erstmal meine eigene Seite zu klären mit Mediums und Lights bzw. mobilen Heavies. Geht das natürlich relativ gut. Ich fahre hier eigentlich so ziemlich jedes Mal, wenn ich hier starte, auf die C7-Position, um querfahrende Mediums/TDs, die da versuchen nach Norden zu kommen, in der Querfahrt schon zu spotten, zu beschießen, um dann anschließend weiter auf die Basis über die östliche Flanke anzugreifen. Das ist so für mich eine Standarderöffnung, mit der ich ziemlich gut fahre, wo meistens am Anfang auch schon recht viel Spotschaden zusammenkommt, wenn die Gegner einigermaßen aggressiv sind. Auf der anderen Seite habe ich hier auch früh die Möglichkeit, einfachen Schaden in der Querfahrt zu machen. Also ihr solltet euch für viele Karten so eure Standarderöffnung, die Sinn macht, die nicht zu aggressiv ist, die vor allem aber es euch erlaubt, viel Schaden relativ zügig zu machen.
wenn jetzt, also ihr habt das ja sehr, sehr häufig, dass jetzt gerade hier auf der Karte Moor die Gegner da vorne versuchen, nach Norden zu gelangen und dann könnt ihr hier regelmäßig ein Schmatzfest abhalten. Also das so meine Standarderöffnung für die Karte Moor. Jetzt ist hier an der Stelle nichts gekommen. Schauen wir mal, was wir sonst noch so aufmachen können. Objekt 140 extrem aggressiv hier in der Mitte. Ich habe jetzt das 430 gespottet. Das 430 hat mich Gott sei Dank nicht gespottet. Jetzt haben wir da oben noch einen T-54E1. Den können wir hier schön in die Seite feuern. Also ihr kommt hier auf der Flanke eigentlich relativ schnell dazu, viel Schaden zu machen. Das Problem an der Stelle ist, es steht schon 0 zu 2, weil sich unsere Grille hat spotten lassen, wegholen lassen. Der 1390 hat es auch nicht cleverer gemacht. Als Scout hier als Erster auf der Karte zu sterben, ist immer so ein, eine Sache. Wir werden jetzt höchstwahrscheinlich auch gleich unseren E100 und den Emil 2 plus den WZ111 verlieren, weil die in eine Position fahren, die ich auf der Kartenkunde-Geschichte ja schon häufig angesprochen habe, dass es absolut keinen Sinn macht, mit den Heavy Star im Westen in den Süden vorzudrücken. Ganz einfach, weil ihr da gnadenlos zusammengeschossen werdet. Also, wer es mir nicht glaubt, das passiert ja jedes Mal wieder. So, ich gerade jetzt in so einer Situation seid ihr natürlich gezwungen, Druck auf das Gegnerteam aufzubauen. Jetzt aus der Fahrt mal wieder von der Arti getroffen für 825 vom Objekt 261. Ihr müsst natürlich auf dieser Flanke dann meistens sehr, sehr viel Druck machen, um hier schneller Gegner zum Platzen zu bringen, als eure eigenen Heavys platzen. Jetzt können wir hier auf das 430, was ein bisschen unachtsam durch die Mitte fährt, feuern. Ich kann jetzt hier leider, mein Bewegungsradius ist jetzt nicht allzu groß, wegen der Arti, die quasi hier mir einen reindrücken kann. Das Objekt 140 haben wir jetzt rausgenommen. Ihr könnt halt, wie gesagt, hier eigentlich von dieser Position normalerweise recht gut Unterstützungsschaden sammeln. Ihr könnt aber auch vor allem recht gut das Gegnerteam unter Druck setzen. Aber ihr seht schon, wir haben den WZ111 verloren, der E100 und der Emil 2 auch schon in der Rückwärtsbewegung. Jetzt ist mir leider der Leopard durch den sauberen Schuss gefahren und deswegen musste ich jetzt einen schlechten Schuss machen. Auch den Schuss, der war ein bisschen gutmütig, beziehungsweise gutgläubig. Er steht 1 zu 6. Wir haben jetzt an der Stelle alle Heavys verloren und wir sind schon wieder in der Situation, das Hauptgefecht ist vorbei. Ihr merkt, wie schnell das manchmal geht, ne? Wie schnell dieses Hauptgefecht, beziehungsweise wie schnell dann Eröffnung in Hauptgefecht übergeht und wie schnell dann dieses Hauptgefecht auch in vielerlei Hinsicht ganz, ganz schnell vorbei ist. Wir sind jetzt schon wieder im Finale und wir sind jetzt auch schon wieder dabei, für uns selbst das Maximum rauszuholen. So viel HP, wie wir da drüben gelassen haben, werden wir im Leben nicht wieder auffangen. Wir haben, wie gesagt, einen E100 verloren, unsere beiden 9er Heavys, die Grille ist auch schon weg, Badget AP ist weg. Wir haben jetzt noch zwei Artis, also auch da nicht mehr viel HP im Pool. Und jetzt geht es quasi darum, den Kampf so hart wie möglich zu gestalten und vor allem so dem Gegner das Gewinnen so schwer wie möglich zu machen. Mehr Chancen habt ihr jetzt hier an der Stelle nicht. Das 430 müsste natürlich jetzt da mal aus dem Zentrum verschwinden. Das ist so ein Genickbruch, wenn der da noch lange überlebt. Aber er tut uns den Gefallen. Wir können ihn hier für 415 tracken. Und jetzt müssten wir eigentlich die Chance haben, ihn hier rauszunehmen. Das ist auch so. Wir haben jetzt hier das Objekt 430 rausgenommen. 2 zu 6. Trotzdem sieht es weiterhin nicht gut für uns aus. Wir haben jetzt hier über uns einen T-54C1, Leopard PTA, M46. Die Arti hat gerade dem Leopard ordentlich einen reingedrückt. Also ihr seht schon, viel Bewegungsspielraum haben wir hier an dieser Ecke nicht. Die Gegner sind jetzt ein bisschen zögerlich, wollen auch der Erste, der jetzt da den Move macht, ist der Typ 5 schwer. Jetzt kommt hier noch ein T-49 angefahren, der unbedingt den Leopard killen will. Ich sollte jetzt versuchen, so schnell wie möglich in den Reload des T-49 auszunutzen und zumindest ihn hier mitzunehmen. Also solche Free Kills bzw. freien Schaden, den nehmt ihr dann mit, der T-49 jetzt Geschichte. Jetzt kommt hier aber auch noch der Patton, Jagd, die haben wir da oben auch noch gesehen. Also es wird extrem ungemütlich hier an der Stelle. Wir sammeln hier aber noch fleißig Spotschaden. Können auch selber noch Schaden machen. Leider hat mich der E5 jetzt von da drüben getroffen. Aber von 1100 Schaden, die wir hatten, als wir ins Finale schon eingetreten sind, sind wir jetzt immerhin schon bei 2800 Schaden, 1600 Unterstützungsschaden. Nochmal Schaden gemacht. Also alles, was wir jetzt hier machen, ist im Prinzip nur Ergebniskorrektur, Ergebnispolitur. Nochmal Unterstützungsschaden eingesammelt. Wir sind schon bei 2311 Unterstützungsschaden. Jetzt kommt hier ein Jagd-E. Ich kann mir keine mehr vom Jagd-E fangen. Auf der anderen Seite weiß ich, wenn ich weiter rückwärts fahre,
dass mich die Arte hier wegholt. Vielleicht kann ich ihn im Track halten. Leider repariert er zu schnell. Und auch der Schuss penetriert nicht. Und jetzt hat der Jagd hier die Chance, weil ich noch nachlade, mich hier um die Ecke rumzudrücken. Und das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Da ist der nächste Arti-Treffer 826 und es ist für mich gelaufen, das Gefecht. Aber unterm Strich, wir haben das Gefecht zwar verloren, aber wir haben wieder aus dieser Situation heraus noch das Maximum für uns rausgeholt. 2 Kills, 3173 Schaden, 2364 Unterstützungsschaden. Ich denke nicht, dass wir hier von dieser Position aus hätten das Spiel noch irgendwie rumreißen können oder hier die Möglichkeit gehabt haben, uns gut vom Gegner abzusetzen, weil das Gegnerteam hier auch das Plateau besetzt hatte. Also wir wären in jedem Fall gespottet worden, wenn wir uns hier aus dem Staub hätten machen wollen. Aber jetzt habt ihr nochmal ein zweites Beispiel gehabt für so eine Eröffnung, für den Hauptgefechtsteil und dann quasi für das Finale. Und weil es so schön ist, direkt noch ein Beispiel. Ja, in diesem Beispiel sind wir unterwegs im TVP, dem 10er Tschechen Autoloader. Wir sind auf einer schönen offenen Karte, Malinovka. Es gibt zwei, drei Artis im Gegnerteam. Auf der anderen Seite ist es Begegnungsgefecht. Auch hier habe ich natürlich eine Standarderöffnung, die ich mit meinen Mediums und Lights immer spiele. Mit mobilen Heavys würde ich davon jetzt hier auf dieser Karte abraten, ganz klar. Aber da gibt es dann andere Eröffnungen. Also ihr solltet für euch selber immer eine Eröffnung parat haben und ihr solltet vor allem nicht den Moment verschwenden. Viele sind sich dann unsicher, was mache ich jetzt? Und ihr verpasst dann, wie gesagt, wir sind jetzt hier wieder in so einer Eröffnung, wo ich versuche, maximale Spot-Ergebnisse rauszuholen. Das könnt ihr im Begegnungsgefechtsmodus auf Malinovka hervorragen, wenn ihr in diesen Busch hier reinfahrt. Ihr spottet relativ viel und ihr habt vor allem die Möglichkeit, sehr, sehr früh zu Beginn des Gefechts freien Schaden zu machen. Wir werden das gleich sehen. Wir haben da den Leopard PTA gespottet und der Leopard PTA kriegt jetzt erstmal sein Fett weg. Noch ein Schuss und dann auch noch glücklicherweise Amorek. Also, wir sind schon bei 1444 Schaden, 256 Unterstützungsschaden und das Gefecht ist noch keine Minute alt. Ja? Guckt auf die Uhr, das Gefecht ist noch keine Minute alt. Wir spotten, wir teilen aus und das ist für mich eine perfekte Eröffnung. Natürlich klappt das nicht immer, aber viel zu viel wird in den meisten Fällen von dann den unerfahrenen Spielern liegen gelassen, weil sie für sich selber keine Eröffnung haben. Weil sie dann erstmal irgendwo hinfahren, sich anschauen, die Landschaft anschauen und dann viel zu viele Informationen brauchen, jetzt schon wieder 1900 Unterstützungsschaden auf den SD1. Wir sind schon bei 2156 Unterstützungsschaden. Das Gefecht ist jetzt gerade mal etwas über eine Minute alt und wir haben jetzt schon ein vernünftiges Ergebnis. Kombinierter Schaden schon deutlich über 3500. Und es geht so weiter. Wir sind jetzt, gehen wir quasi über in den Bereich Hauptgefecht. Es steht 3:1 für uns. Wir haben die Eröffnung gemacht. Wir haben in der Eröffnung gut Schaden ausgeteilt, haben schon einen Kill gemacht, haben auch gut gespottet. Wir wissen jetzt, dass relativ viele Panzer auf den Hill gefahren sind. Vor allem wichtig die Information, die beiden 10er Mediums sind in dem Bereich des Hills. Wir haben dann noch den T57 Heavy und den T110 E5. Die sind auch auf den Hill gefahren. Zusätzlich haben wir noch den T54, der auch auf dem Hill ist. Das bedeutet für uns, der Weg hier, wo der T54 Light ist, ist frei. Der Bulldog ist hier drüben auch schon so weit vorgefahren, dass er hier den Bereich spotten könnte. Da steht also auch nichts. Wir haben im Hintergrund noch die Grille, die uns gegebenenfalls hier, falls wir hier in der Querfahrt den T54 Lightweight spotten, unterstützen kann. Und das heißt, wir nehmen diesen Schwung aus unserer guten Eröffnung mit und gehen dann quasi jetzt in das Hauptgefecht über, haben schon dadurch, dass wir in der Eröffnung sehr, sehr viele Informationen, gerade auch durch unsere Spots gesammelt haben, ein gutes Bild, wie sich das Gefecht entwickelt hat und können jetzt deswegen eigentlich ohne Gefahr diese Position hier beziehen. Leider jetzt am T62 Alpha vorbeigeschossen. Aber 907, der gibt uns sogar, er schießt sogar selber freiwillig das Haus für uns weg, so dass wir ihm schön drei Dinge einschenken können. Schon wieder 955 Schaden auf unserem Konto. Es steht 4:1. Das Objekt 907 ist weg. Nochmal 400 Unterstützungsschaden eingesammelt. Der T62 Alpha da oben, der ist jetzt natürlich ein bisschen nervig. Aber wir warten erstmal, haben ja genug Zeit zum Nachladen. Wenn wir nachgeladen haben, dann können wir uns immer noch überlegen, eine Aktion gegen ihn zu machen. Er spottet mich nicht, ich spotte ihn nicht. Das bedeutet, dadurch, dass ich hier nicht aufgehe, ist er wahrscheinlich weggefahren. Unser Team hat den Hill gewonnen und jetzt sind wir quasi in diesem Moment schon in dem Modus Abschmatzen. Ich weiß, das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht wieder ein bisschen so, hä, wie kannst du denn jetzt sagen, wir sind in dem Modus Abschmatzen. Aber wir haben hier oben zwei isolierte T10-Heavys, die da auch nicht runterkommen. Wir haben hier zwar noch einen
10er Medium, aber auch der kann, sobald wir hier links abgetaucht sind, nichts mehr machen. Das heißt, wir schnappen uns jetzt hier erstmal den Stritzwan 103B, den T49, vielleicht spotten wir dabei die Arti, können auf der Arti noch ein bisschen rumhaken, aber an dieser Stelle lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, das Gefecht ist schon gewonnen und ihr wollt jetzt quasi für euch das Maximum hier rausholen und ja, lasst uns mal schauen. Da ist der Stritzwan, erster Schuss aus der Fahrt, zweiter Schuss, dritter Schuss und sogar der vierte Schuss. Das war jetzt natürlich ein bisschen, der vierte Schuss war tatsächlich ein bisschen glücklich, 1209 Schaden. Der Stritzwan ist so fokussiert auf den T-54 Lightweight, dass ich hier alle Zeit der Welt habe. Hab jetzt auch noch zwei Artis in der Vorbeifahrt gespottet, die gerade ihr Fett wegbekommen. Badget Arti und GW Tiger kriegen gerade ihr Fett weg. Also auch so, obwohl ich jetzt hier stehe, sammle ich noch zum Schaden dann nochmal zwei Dinger reingepumpt in den Stritzwan. GW Tiger kriege ich nichts mehr von ab. Ich müsste jetzt eigentlich wieder in den Reload gehen, beziehungsweise vielleicht noch T49. Hm. Noch ein Ziel gespottet. GWE kann ich leider nicht drauf wirken. Wir haben jetzt hier sogar ein AFK IS-7. Umso besser. Hier ist wichtig, ihr spottet den zwar gerade, aber trackt ihn vorsichtshalber einfach noch. Wenn ihr eh die Zeit habt auf einen AFK IS-7, dann könnt ihr den auch ohne Probleme nochmal schnell tracken. So, dass ihr, wenn jetzt gerade jemand drauf schießt, auch noch den Unterstützungsschaden bekommt. Ich gehe wieder in den Reload. Wir sind schon bei 4623 Schaden, 3250 Unterstützungsschaden, 2 Kills. Und alles, weil wir die Dynamik aus der Eröffnung ins Hauptgefecht mitgenommen haben. Das Hauptgefecht hat nicht mal eine Minute gedauert und dann ging es schon ins Abschmatzen. So schnell geht das manchmal. So, und jetzt haben wir hier ein einfaches Ziel, den T62 Alpha. Ich kümmere mich gar nicht weiter drum um die letzten 100 HP. Irgendeiner von den Geiern hinter mir wird es schon machen. Ich gehe wieder in den Reload und sehe zu, dass ich so schnell wie möglich oben auf den Hügel drauf komme. Der T49 entscheidet sich hier gerade dazu, sich das Leben zu nehmen. Sensationell geile Stuntaktion. Von dem E5 werde ich wahrscheinlich nichts mehr abbekommen. Ich fange mir jetzt hier den Schuss auch. Ist mir eigentlich völlig egal, der kann mich nicht mehr rausnehmen. Leider hat ihn mein Team dann schon rausgenommen. Vielleicht kriege ich hier noch einen Schuss auf den T57 Heavy. Immer weiterfahren, immer weiter angreifen. Ihr werdet häufig genug dafür belohnt, wie jetzt hier in diesem Fall, dass wir noch den Kill auf den T57 Heavy bekommen. Oh ja, und so, das ist es im Prinzip schon. Ich weiß, das klingt jetzt einfacher, als man das so direkt umsetzen kann. Wichtig ist für euch, teilt euch das Gefecht in drei Phasen auf. Überlegt euch für so ziemlich jeden Panzer, wenn ihr Top-Tier seid, eine Eröffnung. Spielt diese Eröffnung dann auch konsequent, wenn das Setup passt. Also da sind wir ja mittlerweile hoffentlich schon angekommen, dass ihr in der Lage seid, so die Setups ein bisschen zu beurteilen. Dann überlegt euch so ein, zwei Eröffnungen pro Karte für eure Panzer. Spielt diese Eröffnung konsequent und aggressiv. Ihr seht selber, in den meisten Fällen ist dabei relativ viel Positives rumgekommen, wie beim 50B und bei dem TVP hier. Bei dem E50M-Beispiel und dem 30B mussten wir die Eröffnung leider abbrechen, beziehungsweise war sie nicht ganz so ergiebig. Da haben wir dann aber noch versucht, das Maximum rauszuholen, ganz erfolgreich. Dann im Hauptteil, wie gesagt, arbeitet mit der Minimap, arbeitet mit den Informationen, die ihr zum Teil auch selber beschafft habt und verpennt dann nicht diesen Moment, wo es ins Finale geht. Und ihr habt jetzt an diversen Beispielen gesehen, dass dieser Übergang sehr, sehr schnell kommen kann. Und da ist es dann an euch zu sehen, wann dieser Moment gekommen ist und quasi das Momentum, gerade wenn es ums Abschmatzen geht, mitzunehmen, aber auch auf der anderen Seite rechtzeitig zu erkennen, okay, das wird hier so nicht, so wie in dem AMX-30 Prototyp-Beispiel, wo wir recht schnell doch erkannt haben, okay, das wird hier nichts, wir bereiten uns schon mal darauf vor, so viel wie möglich noch rauszuholen. Also das, wenn ihr das in euer Spiel mit einbaut und wenn ihr das regelmäßig berücksichtigt, dann gebe ich euch Brief und Siegel, werdet ihr extrem viel bessere Ergebnisse einfahren und vor allem holt ihr einfach auch gerade aus guten Gefechten das Quäntchen mehr raus, was dann letztendlich auch dazu natürlich dient, um eure schlechten Gefechte wieder so ein Stück weit auszugleichen. Das soll es von mir gewesen sein für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch weitergeholfen hat, lasst mir ein Like da. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Abonnenten, der sich für meinen Channel begeistert. Vielen, vielen Dank an alle fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!